Logan, ladies and gentlemen. Tatsächlich, oh sorry. Sorry, tut mir leid. Kann ich kurz was sagen? Ja, gerne. Oder bist du, okay. Nee, nee. Tatsächlich glaube ich, bei diesem Iceberg wäre tatsächlich die Streak vom Taker auch ein richtig geiles Thema. Die ist da auch mit drin. Undertaker's WrestleMania Streak ist in demselben mit drin. Pass auf, gehen wir. Also, Freunde, ihr merkt, wir sind gerade schon wild am gestikulieren und rumtun, welches Thema aus dem Wrestling Iceberg wir als nächstes belauern wollen. Hallo erstmal zu einer neuen Kurzfolge von Cherry Beef. Wir reden wieder über den Wrestling Iceberg. Ich mache ihn für euch da draußen mal ganz kurz auf, denn ihr seht, wir haben uns ja letztes Mal abgearbeitet mit Montreal Screwjob und mit dem Thema Medusa throws the WWF title away, Women's title away. So, und jetzt hätten wir zwei Themen, die sind so iconic. Du hast gesagt, die Undertaker WrestleMania Streak wäre interessant. Ich sage, bestes Royal Rumble Ending aller Zeiten. Das ist nämlich auch drum drin. Okay. Royal Rumble 2005. Und dann lass es so machen. Ich habe letztes Mal das Thema gepickt. Jetzt darfst du picken. Okay. Aber ich glaube, ich weiß schon, was du auswählen willst. Also ich muss sagen, ich habe es gerade nochmal gesehen, dass es auch damit drin ist. Und Royal Rumble 2005. Der Royal Rumble meiner Jugend, kann ich sagen, weil ich habe als erste, wo ich richtig mit Wrestling in Berührung gekommen bin, war SmackDown vs. Raw 2006 und da war das gerade der Royal Rumble da drin. Und ich habe erst Jahre später erfahren, so um 2011, 12, was für eine absolute Shitshow der Royal Rumble 2005 war. Weißt du, worum es geht? Meinst du Batista und Cena? Ja. Ja. Oder meinst du Vince McMahon's Knie? Alles. Für die es nicht wissen, Royal Rumble, das größte Match des Jahres der WWE. Der Gewinner dieser Over-the-Top-Rumble-Royal kriegt einen, darf den Champion bei WrestleMania herausfordern. So, damals hat gewonnen Batista, aber wie es passiert ist, war sehr kurios. Denn, und ich weiß gar nicht, wie ich das Thema passen soll, es ist so schön, Batista und Cena, Letzte im Ring, fighten sich wie Sau und dann passiert es. Batista will zur Batista-Bomb ansetzen, fällt rückwärts nach hinten und beide landen, glorreich, dass sie sich dabei nicht verletzt haben, über dem obersten Seil und kommen wirklich beide gleichzeitig auf den Boden auf. Und da, wir hatten letztes Mal schon das Thema, die Realität und Kayfabe, da bricht sich sowas, das sind so Momente, wo sich das bricht. Oh Gott. Auf einmal stehen hier alle SmackDown-Offiziellen im Ring und alle Raw-Offiziellen und jeder nimmt so seinen Mann. John Cena war SmackDown, Batista war Raw und jeder sagt so, hey, nee, er hat gewonnen, er hat gewonnen. Heben den Arm hoch. Und es ist ein riesen Durcheinander gewesen. Ja, das ist mal das Ausgangspunkt. An sich war das, glaube ich, ein sehr geiler Royal Rumble. Ich muss mal aufmachen, aber ich meine, dass da, also ich weiß, dass Edge der drittletzte war, der rausgeflogen ist. Und ich weiß, dass da wirklich ein paar große Namen dabei waren. Ich mache es jetzt nochmal ganz kurz auf. Und ich weiß nicht, ob du schon mal... Es gibt da einen interessanten... So eine Wrestling-Interview-Reihe. Und da war Edge auch mal mit dabei. Und der erzählt seine Sicht aus diesem Royal Rumble. Hast du schon mal gesehen? Das klingt sehr interessant, leider nicht. Wow. Es ist wunderbar, was Edge dazu erzählen hat, weil die sagen so, ja, wie heißt es? Ja, Inside the Ropes heißt es. Okay, das kenne ich. Ich meine, ich kenne jetzt dieses Interview jetzt wahrscheinlich nicht genau, aber natürlich kenne ich Inside the Ropes. Es ist wirklich... Und da gibt es dieses Interview mit Edge, wo sie sagen, ja, kannst du eine witzige Royal Rumble Story erzählen? So, okay, ihr kennt alle den infamous Royal Rumble 2005. Na. Und er hat dann auch nochmal erzählt, dass er halt eben, das weiß heute niemand mehr, dass er wirklich der Vorletzte war, der rausgeschmissen wurde, also der Drittletzte im Ring. Und als er da wieder zurückging und langsam und vorne an der Arena beim Eingang schon wieder stand, wo halt die Wrestler raus und wieder reingehen, dreht er sich um und sieht... Oh. Und wie er es halt erzählt, ist das so, oh fuck. So. Weil wirklich scheinbar es nicht zu erkennen war. Für niemanden, wer zuerst, weil die müssen wirklich beide zur selben Zeit mit dem kleinen Zeh und mit dem großen Zeh auf dem Boden aufgekommen sein. Also es war für niemanden erkennbar. Allein schon krass, dass sowas passiert. Dass es sowas noch gibt.
wo, gar in so einer Welt wie Wrestling, die von Kameras mit 15.000 Winkeln vollgehauen ist. Finde ich einfach nur unglaublich. Ja, das war ja auch noch die Zeit, wo die Kameraleute, die 4, 5 Stück um den Ring gestanden sind, weil da gab es noch keine HD-Übertragung. Ja, das war ein einmaliger Moment in der Rumble-Geschichte. Ich finde es auch schön, weil das war der erste 29-Man-Royal-Rumble aller Zeiten, weil erster war Eddie Guerrero und über die zweite Person, die zweite Person hat nie existiert. How? Hä? Moment mal. Ja, genau. Es gab genau eine Person. Wie sei es das im WrestleMania, WrestleMania-Ding? Es gab genau zwei Menschen, die den Royal Rumble als Nummer 1 gewonnen haben. Shawn Michaels. Und über die andere Person müsst ihr nicht wissen. Chris Benoit war immer zwei. Ja. Also sprich so, ja. Moment mal, war das wirklich nur Shawn Michaels, der als Nummer 1 gewonnen hat? Ich zumindest. War es auch nicht Rey Mysterio? Ich habe keine Ahnung, das hat Wrestling with Regret mal gesagt. So, ihr findet es immer sehr witzig, wie im Nachhinein die den Royal Rumble dokumentieren und sagen sowas wie, ja, es gibt nur eine Person, es gibt nur zwei Personen, die jemals den Royal Rumble als Nummer 1 gewonnen haben. Eine Person war Shawn Michaels. Und die andere Person müsst ihr nicht wissen, so auf die Art. Also, dass sie so Facts, die halt einfach wirklich existieren, reihenweise wirklich nicht nennen, so, aber sie das trotzdem ansprechen. Übrigens, was ich auch krass finde, ist, welche heftige Royal Rumble-Zeit ein Chris Benoit hatte. Weil Chris Benoit war 47 Minuten in diesem Royal Rumble-Match. War der absolute Iron Man dieses Dings und der war, das war glaube ich zwei, dreimal, dass der wirklich als längster oder einer der längsten in Royal Rumble Matches war. Also Chris Benoit, merkt man wieder, war absolut heftig. Dann natürlich ganz große Stars sind mit dabei. The Hurricane, Daniel Puder, der erste Tough Enough Winner, Chris Jericho, Shad Benjamin, Rey Mysterio, Edge, wahrscheinlich einer der besten aufgestellten Royal Rumbles, die es jemals gab, Booker T, Simon Dean. Oh Gott, wer kennt... Oh fuck, Simon Dean habe ich verdrängt. Let's go, war das nicht der Typ, der die ganzen Protein-Shakes vertickt hat im Gimmick? Der mit dem Segway reingekommen ist. Oh Gott, Shawn Michaels, Kurt Angle, Paul London, John Cena, Gene Snitsky, Kane, Batista, Christian, Ric Flair. Also ein starbepackter Royal Rumble. Was ich auch ganz witzig finde. Ric Flair... als letzter, als Nummer 30 reingekommen, ist nach 2 Minuten eliminiert worden. Finde ich sehr geil. Also, Batista als 28. gekommen und John Cena als 25. Und dann eben dieses Thema, Batista hätte gewinnen sollen. Na, das war auch im Vornherein eben auch so ausgemacht. Und nimmt den hoch, fällt rückwärts nach unten, beide landen mit demselben Fuß. So. Riesen Tam-Tam Backstage. Und was passiert? Vince McMahon, der Chef der WWE, mit dem wir schon letztes Mal geredet haben, power walked nach draußen, wütend wie Drecksau. Ja, er war pissed. Sogar, ich glaube, hat er nicht seine Jacke ausgezogen, er hat weggeworfen? Auf dem Weg seine Jacke noch so ausgezogen, nach hinten geworfen. So, geht in den Ring. Und was ist, Sie sagen mal, he tore both squats. Was sind Squats? Sind das Bänder? Hat sich, glaube ich, beide Bänder im Oberschenkel gerissen. Oder Oberschenkel, so. Ja. Ich glaube, das sind irgendwelche Bänder im Oberschenkel oder Muskelrisse. Der hat sich in beiden Oberschenkeln, als er in den Ring ist, weil er auf diese Ringkante so aufgekommen ist. Das dürfte auch ein Rekord sein, denke ich mal. Was meinst du? Das dürfte ein Rekord sein, dass du bei deinem Entrance in den Ring hüpfst und eben das bei beiden Beinen passiert. Ja, bin ich immer noch einer der besten, der schlechtesten Wrestling-Entrances aller Zeiten nach Visa. Ezekiel Jackson beim Greatest Royal Rumble. Oh Gott. Nee, auf jeden Fall. Und ist schon wirklich mit seinen Beinen hier so mit dem Oberschenkel hier so aufgekommen, wie er reingeslidet ist. Hat sich beide Oberschenkelmuskeln gerissen. Was hammerhart ist. Und versucht ja dann aufzustehen und dieses Also Edge war so wirklich aus so Und er wusste halt dann, wie er das gesehen hat. Oh fuck, ich muss hier weg. So, und dann war wirklich so Backstage schon dieses Thema, bitte, keiner von euch, bitte bleibt Vince McMahon fern, sonst werden die alle gefeuert. Weil der ist ja so ein absolut eitler Mensch, so, und da ist dieses Bild entstanden, wo 15 Leute im Ring stehen, gefühlt,
Sieben Referees auf der einen, sieben Referees auf der anderen, Batista und John Cena in der Mitte und Vince McMahon sitzend im Ring. Wie, weil er nicht mehr aufstehen konnte und forderte also, dass das Ding gerestartet wird, was einfach nur krass. Also ich glaube, für jemanden, der das, ich habe das nicht live gesehen damals, für jemanden, der es, glaube ich, damals live gesehen hätte, für den wäre das wahrscheinlich absolut göttlich gewesen. Ah, übrigens, ich fange gerade ein, was für ein absolut krasser Mensch eigentlich Edge ist. Edge hat ja an dem Abend nochmal ein Match gegen Shawn Michaels, das er gewonnen hat und war dann noch drittletzter im Royal Rumble. Also der Typ hat sich wirklich ein Paycheck verdient an dem Tag. Also, Respekt. Also, an sich ein geiles Pay-Per-View. Kann man sich echt mal wieder anschauen. Genau. Und wie gesagt, Match wurde restartet, dann hat man eben noch so ein paar Minuten drangehängt. Batista auf die beste Schuljungen-Variante besiegt hier, schmeißt hier dann John Cena übers oberste Seil. Und das Aftermath war noch richtig geil, weil es durfte dann niemand auf den Gang raus. So, alle mussten in den Umkleiden bleiben. Die Security ist rumgegangen, hat eingesagt, bleibt ja in den Umkleiden, weil Vince McMahon wollte so nicht gesehen werden und hat sich ja mit beiden gerissenen Oberschenkeln, mussten zu seinem Auto ohne Hilfe zu seinem Auto geschleppt und ist ins Krankenhaus, hat sich ins Krankenhaus fahren lassen. Weil er ums Verrecken nicht wollte, dass er schwach aussieht. Es ist, Ja, es ist. Ja, es ist Vince. es Klingt ist glaubhaft. klassisch Vince. Also das ist hammerhart. Also das ist auch wirklich WWE. Also ich muss sagen, WWE, wenn man meint, so WWE hätte so seine schlimme Phase zwischen 2010 und 2013 gehabt. WWE hatte wirklich früher auch viele Shitshow-Matches. Also viel Zeugs dabei, wo man sich wirklich heute denkt, what the fuck war eigentlich eure Idee dahinter? Und das hatten sie wirklich in der Vergangenheit auch schon. Wir könnten aber jetzt, wenn wir schon mal bei dem Thema, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Jahr drauf war der, nee, 2 Jahre später war der 2007er Royal Rumble. Und den hat eine ganz besondere Person gewonnen. Ich bin jetzt mal, ich hoffe mal, dass mein Kopf mich jetzt nicht falsch ist. 2007? 2007. Ja, Für, dann bin ich mir ja. ziemlich sicher, wer es war. Da, ja, genau. Das war der Royal Rumble, den der Undertaker gewonnen hat. Und weil wir ja das Thema Yes. Undertakers Streak noch mit drauf hatten, gehen wir, sliden wir das auch noch schnell rein. Die Zeit haben Ja, wir noch. was willst du schnell? Oh mein Gott, schnell über die Streak zu reden. Also, was kann man sagen? Ja, an sich kannst du schnell über die Streak reden, weil, sag mal so, Also ich denke, aktiv. alleine die Niederlage des Streak, alleine was es da an Infos gibt, wann es festgelegt wurde, die Reaktion der Wrestler drauf, Wie weit war der? allein Nee, darüber. war er 23 zu 1 später oder 22 zu 0? 22, genau. 22, genau, zu Also 0. die ist, genau, und dann ist sie gerissen. Also 22 Jahre war er ja offiziell Nee, 21 und 1 war 21. das dann. Genau, also 21 Jahre lang war er unbesiegt bei WrestleMania, wobei man sagen muss, so richtig kannst du schnell drüber reden, weil aktiv sollte die Streak wahrscheinlich nur 10 zu 0 sein, weil glaub bis WrestleMania 19, bis 20. Ja, bis WrestleMania Also, 20 war die ich glaube, er Streak nicht hat. mal ein Thema. Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, Also aufgehört aktiv. hat er mit 25 und 2, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also ich bin ehrlich, also normaler bis zum. Also ich kann mich jetzt irren, aber es ist wirklich so, man hat das Thema Streak nie angesprochen. Es war halt so. Undertaker hat, man ist jetzt, glaube ich, nie auf ihn zugegangen, so 1900, irgendwas 19 und gesagt, du wirst jetzt Ach 20 Jahre so. lang. Also das Thema war Du nie. meintest WrestleMania 20. Nee, nee, also ja, bis WrestleMania 20 war das ja nie. Also ich glaube einmal, ich glaube das allererste Mal, wo überhaupt mal das erzählt wird, dass er eine Streak hat, ist glaube bei WrestleMania 19. Ich weiß, du weißt, da hat er gegen A-Train und Big Show ein Handicap-Match gehabt. Gewinnt es? Tatsächlich glaube ich, war es später gegen Randy Orton. Ja, Ich glaube, pass bei auf. Und Mania da wird er 20. gesagt, so, übrigens, er wurde vielleicht in einem Satz mal angesprochen, er hat eine Streak, er ist übrigens bei WrestleMania unbesiegt, wer es noch nicht wusste. Und dann geht er raus und zählt dann halt so mit, wie viele Leute er schon besiegt hat. Und es kommt dann, glaube ich, auf 11 oder sowas. Da hat er, ich glaube, Ric Flair besiegt in diesem Moment, wo die Kamera ihn eingefangen hat am Ja, wo er Apron, dann. wie er steht und die Finger zählt. Ja, Ja, genau, ich irgendwo. glaube, das war Oder nach Ric ich Flair, glaube, bei 10-0. 19 hat er es auch schon mal gemacht. Bei WrestleMania 19 hat er es auch schon gemacht. So. Das war ein paar Jahre später. Und dann ist es so, dass.
ab WrestleMania 20, 21 so, da fing es ja dann wirklich an, iconic zu werden. So wie er dann wieder der düstere Undertaker war. Da fing es wirklich an, auf einmal hat man ein paar Mal gehört, so, ey, WrestleMania Undertaker ist übrigens unbesiegt. So, das haben sie vielleicht mal in einem Satz gedroppt. Und dann irgendwann WrestleMania 21 gegen Randy Orton. Dann wurde es auf einmal interessant, weil dann wurde auf einmal von der Streak geredet. Also sprich, aktiv ist die Streak nicht lang. Und besonders ist die Streak nämlich zum Teil auch nicht. Also die Streak vom Undertaker war zum Teil richtig grottig. Gegen wen er alles antreten musste. Also Undertaker gilt ja für viele als der beste Wrestler ever, weil er, ja, also es gibt ich will's hören, ja, sag's. Es gibt halt viele Wrestler, die sagen, zum Beispiel, Story Inside the Ropes erzählt Chris Jericho, als er gegen Fandango antreten musste. Bei WrestleMania. Und May, weil er nicht wusste, er hat sich total darüber aufgeregt, weil er nicht wusste, wen er halt fragen sollte, hat er einen Undertaker angerufen und sagt, ja, du, der will, dass ich gegen Fandango antrete, was soll ich machen? Und Undertaker sagt, ja, kämpf halt gegen ihn. Das ist dein Job. So, und dann sagt er halt zu ihm so, du weißt schon, ja, die Streak, aber schau mal, gegen welche grottenschlechten Leute ich teilweise angetreten bin. So, und wenn man sich das anschaut, Jimmy Snuka, way over his prime, 1991, Jake Roberts, ja, okay. Giant Gonzalez, King Kong Bunny. Giant Gonzalez ist das schlimmstes Match aller Zeiten. Hat er nur durch Disqualifikation gewonnen. King Kong Bundy. Psycho Sid, ja. A-Train und Big Show. Ich meine, das kann man nehmen mit Psycho Sid. Ja. Big Boss Man, weiß ich nicht, ob es so riesig war. Aber wirklich teilweise absolut kurze Matches. Hier, Jimmy Snuka, 4 Minuten 20. Finde ich so geil, das 4 Minuten 20. Jack Roberts, 6 Minuten 30. Giant Gonzalez, 7 Minuten 33. King Kong Bundy, 6 Minuten 36. Es war natürlich also wirklich so, er kommt rein, macht ein paar Chokeslams, fertig. So, okay, ja. So. Ich meine, man muss natürlich bedenken, seine Glanzzeit als Athlet, die kam halt auch viel später. Mhm. Und die ersten vielen Jahre hatte ja auch so einen, ja, fast schon Zombie-Verkörper, der einfach langsam ist, der am Boden nicht gehalten wird. Da hat es schon Sinn ergeben, dass die Matches halt auch deswegen kurz sind. Ich bin noch mal ganz ehrlich, ich wusste nicht mal, WrestleMania 22, dass er gegen Mark Henry angetreten ist. Das ist komplett... Ein Casket-Match. Hm? Das ist komplett... den Dive. Dieser Over-the-Top-Rope-Dive, wo noch der Sarg im Weg ist. An mir vorbeigegangen. Das habe ich komplett verdrängt. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, erst mit Randy Orton fing es an. So, also man kann sagen, aktiv war die Streak bloß 8 Matches lang, weil vorher hat es einfach keine Sau interessiert. Bei ich meine, du musst halt gucken, ich meine, du hast immer noch Ric Flair drauf. Ja. Du hast... dreimal Triple H, du hast zweimal Michaels, du hast Edge und Randy Orton. Ich meine, da gibt es schon, ich sag mal, auch namhafte Legenden. Ich meine, allein dreimal Triple H, CM Punk. Ja. AJ Styles war jetzt natürlich das letzte Match, aber ich meine, dieser Name ist dennoch also, in der Streak. Und ich meine, AJ Styles, es ist auch ehrlich, was immer wieder vergessen wird, sind drei Matches, Batista, Edge und CM Punk. Also das CM Punk-Match war... Ich glaube, 4,5 Sterne damals. Bestes Match auf der Card. Und übrigens WrestleMania 29, auch eine für viel ultra schlechte WrestleMania. Und dann ist es wirklich so, dass ich mir denke, also das Match gegen Edge war ja ein, glaube ich, Tables, Ladders and Chairs Match, glaube ich sogar. Das, oder nee, 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 bei Mania war das irgendwie mit so ein Hardcore irgendwie. Auf jeden Fall, das war irgendwas mit... Nee, nee, ich kenne das Match auswendig. Die haben bei Extreme Rules ein halbes Jahr später TLC gehabt. Genau, aber bei Mania war das ein klassisches Main Event, One-on-One. Ja, genau, weil die hatten ja auch nochmal ein Hell in a Cell Match. Genau, genau, sowas, genau. Und übrigens, John Cena ist ja auch Teil des Streak. Ja, den hat er auch besiegt. Genau, genau. Ja, so ist es offiziell nicht mit drin, ja. Aber, das war Mania. Ja, ja, aber es ist jetzt hier die Original Streak zählt ja bloß so lange, bis er verloren hat, als erste Mal. Aber ich meine, bin ich ehrlich... Also, Edge, das Match gegen Edge war Hammer. Das Match gegen Batista habe ich, glaube ich, 15 Mal gesehen als Kind. Hammer. Das hätte auch Main Eventen müssen für mich. Und wie gesagt, dann kam natürlich das große Ding. Das ist so schlecht, ich leg mich heute noch drüber auf. Man redet hier übrigens auch darüber, defending the streak. Also ab 14:0 ging es dann irgendwann mal los mit die Streak defenden. So, also... dass es wirklich dann ein großes Thema war, also dass jeder das wusste. Ja, und dann
ging es um, wie die Streak verloren gegen Brock Lesnar. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, Cap, find's geil. Okay, wo ist nochmal der Button, um Discord zu verlassen und gegen Server zu... Dass Brock Lesnar die Streak beendet, ist absolut... Es gibt keinen Punkt, der rein von den Charakteren her dagegen spricht. Es gäbe keinen Punkt, der für mich von dem reinen Person Brock Lesnar dagegen spricht. Brock Lesnar ist der heftigste Wrestler, den es gibt. Er ist der heftigste Badass Motherfucker, den es da draußen gibt. Er ist in der Lage, alles zu machen. Ich habe vor kurzem auch diese wunderbare Doku gesehen von ich glaube Wrestlecast über Brock Lesnar. Er ist ein komischer Typ, aber bin ich ganz ehrlich. Auch wie sie es angedeutet hat, irgendwie schon bevor er überhaupt wieder zurück zur WWE gegangen ist, mit dass sich er und der Undertaker bei einem UFC-Match getroffen haben und kurz so einen verbalen Austausch gab. Also ich bin ehrlich, ich hätte es auch nicht erwartet, aber ich sag ganz ehrlich, wenn du sowas beenden willst, dann mach es so. Dann mach es auf keinen Fall gegen John Cena, Triple H, wer war damals noch heftig, CM Punk, mach es auf keinen Fall, wer war denn damals noch groß? Mach es auf keinen Fall gegen Goldberg oder sonst wen. Ich sag mal, da trennen sich so ein bisschen unsere Meinungen, was ja okay ist. Ja. Aber allgemein, ich meine, es sagt schon genug aus, wenn die WWE dann 2-3 Jahre später selbst gesagt hat, dass es ein Fehler war. Das sagt schon einiges aus. Also ich glaube, die Art und Weise, wie es aufgebaut, ich bin halt der Ansicht, gebt den beiden einen langen Aufbau und lasst die wirklich, wirklich richtig eine heftige Rivalität haben. Am besten wirklich sowas wie bei, am besten noch irgendwas, wo sie sich nicht prügeln dürfen. So wie bei Chris Jericho und Steve Austin zum Beispiel. So, und dann macht den großen Showdown bei WrestleMania, wo wirklich beide in einem One-on-One gegeneinander antreten. Weil so, ich glaube, der Aufbau war gefühlt 3 Wochen. Du hattest eine heftige Szene vom Undertaker mit dem Stift bei der Vertragsunterzeichnung. So, aber so, du willst doch Emotionen erzeugen. Und dann nimmst du dir den größten Star, den die WWE... Wen hatte die WWE damals noch als großen Star zu der Zeit? 2014? Nee, 2014. Ja, weiß ich gut, Daniel Bryan war natürlich auf dem Höhepunkt. Daniel Bryan hätte man es zugetraut, aber war das nicht sogar das Jahr, wo Daniel Bryan... Das war das Main Event. Genau. Wo ich mir denke, ja, okay, aber du hattest ja sonst immer... Du hättest CM Punk gehabt, ja, aber ja, CM Punk... Ich meine, hier ist halt die Sache, warum sie überhaupt beenden. Weil du suchst jetzt nach möglichen Gegnern, die Streak beenden, aber warum sie überhaupt beenden wollen? Das ist schon mal die erste Frage. Weil er dadurch schon komplett am Arsch war, bin ich doch mal ehrlich. Spätestens 3 Jahre später ist er gegen Roman Reigns angetreten. Da war seine Hüfte so dermaßen am Arsch, dass er nicht mehr richtig laufen konnte. Weil er wahrscheinlich selber gemerkt hat, dass es nicht funktioniert, nicht mehr so lang geht. Also ich denke, für die Geschichte dieses Charakters wäre es allgemein nicht mehr verkehrt, diese Legende von diesem Sensenmann einfach am Leben zu lassen und irgendwann verschwindet er einfach. Also ich meine, ich habe nie die Notwendigkeit gesehen, sie zu brechen, einfach aus einem simplen Grund. Man sagt ja, gut, die Streak wurde gebrochen, um einen Star zu kreieren. Okay, du wirst in den nächsten Jahrzehnten noch 100 Stars kreieren müssen, auch ohne das Streak. Ist es halt so wert, diese einzigartige Streak zu beenden, um einen Star mehr zu haben, weil du wirst es auch ohne Streak machen müssen. Du hast halt diesen Charakter gehabt, der es menschlich verdient hat und auch vom Gimmick her. Es passt halt voll auf ihn, dieser Sensenmann, der in dieser Nacht umgeschlagen war. Mhm. Why not? Es ist was Einmaliges. Du wirst sowas nie mehr haben, aus so vielen Gründen nicht. Erstens, wenn du jetzt den nächsten Wrestler hier reinstellst, der jetzt die nächsten 15 Jahre ungeschlagen bleibt, der wird einfach im Schatten des Takers leben. Jeder wird davon ausgehen, dass er nur gewinnt. Und was, wenn der Typ sich dann verdrückt zur Konkurrenz geht? Du hast halt auch mit Taker jemanden gehabt, der das eben als Mensch durchgezogen hat, immer bei Vince geblieben ist. Er hat alle möglichen Eigenschaften abgehakt als Mensch. Und dann hast du es im Endeffekt ruiniert. Und du hast diese Magie nicht mehr gehabt. Dann war wieder Mania, Taker war da, du hast keine Magie mehr gehabt. Nee, pass auf, da gebe ich dir recht, das war dumm. Weil ganz ehrlich, dann lasst ihn verlegen gegen Brock Lesnar und dann holt ihn aber nicht mehr zurück.
Das kreide ich Vince McMahon bis heute heftigst an, dass er so geldgeil war, dass er als Jahr drauf unbedingt noch gegen Bray Wyatt, dann Shane McMahon, dann gegen Roman Reigns, John Cena. Lass das alles weg. Lass den verlieren gegen Brock Lesnar. Mach auch überhaupt kein Rematch mehr. Man hat ja dann noch zwei Rematches gemacht. Eins, was ganz komisch Undertaker gewonnen hat. Lass es SummerSlam, ja. Einfach bleiben. Leute, ich meine, also, weil du, ich bin ehrlich. Ich gehe mit der Realität dagegen. Du musst verlieren, um es zu beenden. Bin ich ehrlich? Ich gebe jetzt mal zwei Muhammad mögliche Ali Tipps. Hat verloren und dann seine Karriere beendet. So. Ich habe mir stundenlang drüber den Kopf zerbrochen. Ich gebe jetzt zwei Ideen. Ja. Mal gucken, wie da deine Antwort sein wird. Möglichkeit 1. Schau mal, Brock Lesnar war noch dieses Jahr aktiv. Mhm. Sprich, du hättest es auch 5 Jahre später machen können, wo man wusste, okay, Taker wird aufhören. Das wird sein letztes Match sein, wenn du schon die Streak beenden willst. Zweitens, warum bei Mania aufhören? Er hätte genauso eine clean Streak haben können und bei der Survivor Series, beim SummerSlam oder Survivor Series, wo er eben aufgetaucht ist, Lesnar hätte ihn auch da einfach vernichten können. Also du musst die Streak nicht brechen, um Taker in den Ruhestand zu schicken. Das muss man ja auch schon, denken. Ich glaube schon, weil das allein Storytelling technisch schon Sinn macht. Sorry, aber er kam aber mit der Survivor Series. Das ist einer der geilsten Momente der letzten 30 Jahre. Die WWE hat es wirklich geschafft, Reaktionen rauszuziehen aus was die letzten 30 Jahre gemacht hat, aus was Neuem. So, dass die Streak halt einfach zu Ende ist. Es war genau das richtige Alter, weil er konnte so einen Kampf noch durchstehen. Er konnte noch fighten. Ein paar Jahre später hat es mit der Hüfte bekommen, dann ging es einfach nicht mehr. Du hast gemerkt, der Typ wird älter, er wird schwächer. Es geht halt einfach alles nicht mehr so gut. Sorry, also ich will keinen Undertaker, der 2022 seine Karriere beendet, nachdem er inzwischen eine neue Hüfte hat, nachdem er 3 Matches hatte, die einfach nur scheiße waren. Wenn du den Undertaker richtig in Rente schicken wirst, wie du sagst, dann mach es entweder gar nicht und sag, okay, er geht weg. Aber ich bin ehrlich, halte ich nichts von. Sogar Jushin Thunder Liger hat sein letztes Match verloren. Und das ist eins der besten Wrestling-Match, einer der besten Wrestling-Momente, die ich in den letzten 30 Jahren erlebt habe. Wo das Minoru stimmt. Suzuki sich das hinkniet stimmt. vor ihm und ihm die Ehre weiß. Ganz ehrlich, lass ihn verlieren. Es gab keinen besseren wie Brock Lesnar. Gut, für mich vielleicht noch Bray Wyatt. Hätte es wirklich mal Bray Wyatt statt aufgebaut. Bray Wyatt gegen Undertaker. Es war aber im Moment halt kein anderer da. Also sprich, es ging nur mit Brock Lesnar, weil Brock Lesnar ist der Einzige, der legitim genug wäre oder gewesen ist, um das zu machen. Allein schon die Denkweise, dass es nicht wäre, ist absolut verrückt. Und es ist einer der schönsten und besten, also für mich, der Dramatik-Lieb ist einer der schönsten Momente in der Geschichte des Wrestling. So, ja. Wenn du siehst, wie alle total fertig und traurig sind und er sie langsam aufrichtet. Ich liebe sowas, ich sag, alles richtig gemacht, toll für mich, aber was halt falsch war, dass du ihn ein halbes Jahr später halt wieder zurückholst oder ein Jahr später. Ja. Wie gesagt, dann lass ihn weg. Dann hol ihn nicht zurück, lass ihn weg. Der Mann hat genügend gemacht, lass ihn weg. Aber dann lass ihn Sonnenuntergang reiten, hol ihn auch nicht wieder für ein Legends-Ding zurück. Bring ihn auch nicht zu NXT. Der Mann soll jetzt nach 30 Jahren seine Ruhe haben und soll sich um seine Frau und seine Kinder kümmern. Ernsthaft. Wie gesagt, man kann von Lesnar halten, was man will. Im Sinne von, hat es überhaupt nötig gehabt oder nicht. Aber Fakt ist, die wollten den Star kreieren. Die wollten Lesnar zum Titanen machen. Es hätte auch gereicht, wenn der Taker beim SummerSlam und Survivor Series vernichtet hätte. Nein, also, nein, wenn, nein, er da, wenn, dann muss es WrestleMania sein. Weißt du noch, wie Lesnar den Cena deklassiert hat beim SummerSlam? Nee, wo ihn einfach gesehen. Gesquasht hat. Hat Cena das Match nicht gewonnen? Nee, hat verloren. Er hat den Cena hat einfach Cena gesquasht. Ihn, und stimmt, das hätte auch mit Taker machen können. Hat Cena ihn danach nicht irgendwie noch besiegt und dann total... Die haben mehrere Matches gehabt. Das ja, war aber, bei Extreme Rules, was du meinst. Ja, genau. Aber wir haben mal einen Titelkampf gehabt. Ja, aber worum es mir geht ist, nee, pass auf. Wenn du es richtig beenden willst, dann mach es nicht halbscharig, dann mach es richtig, dann mach es ganz. Das ist, weil ganz ehrlich, wenn es nur bei SummerSlam ist oder bei Survivor Series, dann denkst du dir nämlich, da hast du dasselbe Thema wie bei Goldust gegen Stardust bei Fastlane. Warum nicht ein Cody Rhodes gegen Dustin Rhodes bei WrestleMania machen? Warum haben sie es nie bei WrestleMania gemacht? So, dann fühlt sich das genauso unfertig an. Es macht Sinn, das zum Höhepunkt zu treiben und dann beim Höhepunkt das richtig zu machen. Aber darüber hinaus hätte man ihn einfach weglassen müssen. Warum okay, muss, warum dann muss halte ich fest. Halte ich fest. Zwei Sachen. Warum muss es ein John Cena WrestleMania Match? Jetzt hat genau geben? Das. Pass auf, stell dir vor, wenn Cena mit Taker ein Mania-Match hat
Und Cena plötzlich anfängt zu grinsen vor seinem Five-Knuckle-Shuffle, den Heel-Turn macht und die Streak vom Taker bricht und dreckig in die Kamera grinst. Wär niemals legitim gewesen. Cena? Cena war Cena. Part-Timer, der hat bis dahin in Nee, den nee, letzten ich meine 5 Jahre vor ihrem 5 Jahre Match. Wenn vor. er Ja, okay. Wenn Cena die Karriere beendet. Ja, aber ganz ehrlich, mit einem Heel-Turn. hätten sie aber auch nie gemacht. Also wer, der, also ganz ehrlich, weißt du, wem ich es zutrauen würde, wenn es 5 Jahre früher wäre, wenn es richtig aufgebaut wäre, wer es machen könnte? Der Roman Sag Reigns jetzt von bitte. jetzt. Der Oh Roman nein, Reigns von jetzt. bitte nicht kommen. Der Roman Reigns von jetzt mit dem ganzen Heat, den der hat, der sagt, hey, wenn der jetzt sagen würde, ich nehme euch, sondern jetzt gibt die Winning Streak noch, Undertaker und er würden koexistieren, so, keine Ahnung. Roman Reigns in den 2, 3 Jahren, wo er Champion ist, haut er alles weg, außer den Undertaker. Und dann kommt er und sagt, ich nehme euch das Letzte, was euch liebe, ich nehme euch die WrestleMania Streak vom Undertaker. Ich meine, Dann würde viele ich sagen. Leute sind auch so weit gegangen, dass die ihm bei Mania den Titel geben wollten, dem Taker. Du hast ungeschlagene Serie, du hast einen Titel und nächstes Mal bei Raw trittst du ab. Ja, das hätte ich noch besser, das hätte ich auch noch in Ordnung gefunden. Aber ich bin halt der Ansicht, es muss etwas enden, damit was Neues entstehen kann. Dann gebe ich dir jetzt das Highlight, was ich bis zum Schluss so Okay, aufgehoben habe. okay. Was ich gemacht hätte, weil ich Story über, wie erzähle ich es? Ich würde eine Charakterstory höher werten als einen Push, den ich auch ohne Streak machen müsste. Was hältst du davon? Taker hat sein letztes Mania-Match, was er verliert, gegen seinen Bruder Kane. Kane reißt die Streak, beide hören auf. Ende Okay, der das hätte Geschichte. ich in Ordnung gefunden. Das hätte ich in Ordnung gefunden. Ich bin halt der Ansicht, es gibt so viele Beispiele im Wrestling. Auch ich liebe ja AEW, ne, ja, also hier All Japan Pro Wrestling, hier 90er Jahre. Ich muss sagen, da sind ein paar Matches dabei gewesen, die riesig sind. So, Mitsuharu Misawa ist mein absolutes Vorbild. Und sogar denen haben sie es damals nicht geschafft, richtig aufzubauen, weil der eigentliche immer größte, stärkste Mann, Jumbo Saruta, ums Verrecken immer noch diese Fehde weiterziehen und weiterziehen und weiterziehen und weiterziehen wollte. Und bevor man dann überhaupt mal auf die Idee kam, hey, man macht jetzt ein Match, der größte gegen den neuen Newcomer, hat Saruta halt dann Hepatitis oder irgendeine Krankheit bekommen und konnte nicht mehr wrestlen. So, und ist kurz darauf gestorben. So. Das Ganze hat man mit Kawada zum Beispiel auch gemacht. Es gibt ja das größte Wrestling-Match aller Zeiten, 6394, ne? Wo man sagt, das hätte Mitsuharu Misawa verlieren müssen. So, was man auch nicht gemacht hat. So, also sprich, die Geschichte zeigt uns, wenn du sowas nicht tust. Wobei man, sagen wir, es ist ein bisschen anders, weil Undertaker hat ja nur die Streak und nicht einen Titel oder sonst was. Aber wenn du sowas nicht tust, dass die mit einer Niederlage abtreten und wissen, es ist halt einfach die Zeit vorbei, es ist jetzt ein Zeitenwechsel, dann ist es einfach alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und ich sage, ich fand es so richtig. Ich fand es so richtig, weil erstens hat Emotionen erzeugt. Leute werden auf ewig da zurückblicken und werden sagen, das ist das Geilste, das Heftigste, das Emotionalste, was im Wrestling in den letzten 30 Jahren jemals passiert ist. Natürlich, du hättest es emotional aufbauen können und sagen können, hey, er gewinnt jetzt. Und dann am nächsten Tag tritt er ab bei Raw. Undertaker. Bin ich ehrlich? Hätte WWE niemals hinbekommen. So einen positiven Moment. Niemals. Allein schon, du musst dir nur an demselben Abend anschauen, dass Daniel Bryan dieses Titelmatch gewonnen hat. Das wäre beinahe nie zustande gekommen, weil die WWE zu solchen Sachen nicht fähig ist. Die WWE kann manchmal nur zerstören. Und ich bin wirklich der Ansicht, hey, das hätte man ganz, ganz anders regeln können. Ich fand es so richtig. Aber darüber hinaus, lass den Undertaker halt einfach dann weg. Lass ihn weg. Hol dir nicht so eine Legends Night dazu. Lass es halt einfach. Oh shit, ich werde überfallen, glaube ich. Red nur weiter. Weil ganz ehrlich, dann kannst du nicht immer noch sagen, was wäre wenn? Wo ist der Undertaker? Wo ist er hin? So, dann irgendwann holst du ihn vielleicht mal einmal wieder kurz zurück und zeigst ihm nochmal, hallo, ich bin auch noch da. Aber lass den Mann auch einfach nach Hause gehen. Der hat genügend gelitten, der hat genügend unter schwersten Verletzungen gewrestelt, unter Genickbrüchen, unter Augen, die ihm beinahe rausgeflogen wären bei Matches, weil fette Leute sich auf ihn gestürzt haben. Also ganz ehrlich, ich fände es so besser gefunden. Also ich gebe für den,
von der Note her würde ich sagen, Streak, dass sie die Streak so gebrochen haben, gebe ich eine 2 minus, eine 3 plus, weil du hättest es halt, wenn du ihn weggelassen hättest, im Nachhinein wesentlich besser gemacht. Ja. Das ist meine Meinung. Ja, ich würde es einfach viel höher werten, tatsächlich. Die ganze Story ist einmalig. Ja, wenn man das alles sieht, einmal, ich meine, es wäre geil gewesen, wenn sie dann halt danach wirklich ihn nicht mehr alle 5 Meter vor die Kamera und nicht mehr geholt hätten und nicht nochmal wieder 4 Matches bei WrestleMania und nochmal gegen Roman Reigns verlieren. Also es hätte es nicht gebraucht alles. Ja. Aber so finde ich schon ziemlich Ja. cool. Die hätten es anders machen können. Ich finde es mit Kane tatsächlich fast am besten, Das um wäre die ehrlich zu beste Idee sein. gewesen, ja. Der, wo auch zu der Zeit auch nicht mal schlecht gewesen ist. Ja, also hätte ich geil gefunden, aber weil dann hättest du es emotional aufbauen können. Aber gut. Andere werden es auch besser oder schlechter machen, wie gesagt. Gut, jetzt haben wir viel geredet. So viel zur Streak des Undertaker. Freunde, wenn ihr noch Sachen habt, die wir reden sollen, schreibt es uns gerne. Für alle anderen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr merkt, das ist ein Streitthema. Und ich würde jetzt mal sagen, Angelo, danke, dass du da warst. Ja, ich würde sagen, die Streak war definitiv kein Work und Lesnar und Taker hatten nie einen Kampf. Die Streak ist immer noch ungeschlagen und ja, ich bedanke mich. Ja, Die kämpfen immer noch. also, nee, bei dir ist es so wie die letzte amerikanische Präsidentschaftswahl. Not your Streakbreaker. Fake Not my News. Fake News, genau. Offiziell wrestle Undertaker noch. Genau. Und gib Hat kein dann. Work und die Streak ist Genau. definitiv Und kein macht's Work dann und so immer noch aktiv. wie bei diesem einen Wrestler aus Mexiko, der dann einfach seine Maske seinem Sohn weiterreicht oder sowas. Ja, Zum genau. Beispiel. Jo. Ich bedanke mich. Ich bin am Ja, Freunde, habt noch einen schönen Tag und ciao. Bis zum nächsten Mal. Hello Friends, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann liked und teilt das Ganze doch und vor allen Dingen folgt uns, macht das Plus weg, drückt die Glocke und gebt eure Kreditkartendaten zu Altersbestätigung ein und verpasst keine weiteren Folgen. Zudem findet ihr über 100 weitere Folgen und Videos auf unterschiedlichsten Plattformen. Jeden Montag gibt es eine neue Folge von uns plus regelmäßig zusätzlichen Content. Folgen ist und bleibt kostenlos. Zudem liken wir und beantworten wir jeden Kommentar und euch alle Fragen, die euch interessieren. Vielen Dank und stay fresh. Bye.